Hallo, ich komme hier auf dem Veloce Zockkanal, zweite Folge FIFA 22. Und ja, Leute, wir werden hier und heute in Off-Rekord-Jagd sein. Ne? Wir sind Richtung Triple auf dem Weg. Ne? Wir werden auch noch das Pokalspiel gegen Juve haben, unter anderem. Dort eben schauen, ob wir da den ersten Titel, beziehungsweise den zweiten Titel der Saison festmachen können. Die Meisterschaft haben wir ja auch noch. Und uns erwartet auch noch das Champions League-Finale gegen Real Madrid. Ich muss echt sagen, ich habe auch echt überlegt, wie mache ich das dann? Etc. Wie genau kann ich denn das dann gestalten? Noch eine weitere Saison. Das Problem ist, wenn diese Folge raus ist, haben wir den 31. Dann werde ich wahrscheinlich die zweite Folge mit den beiden Juve-Spielen machen, im Pokal und halt in der Liga. Und dann nochmal das Champions League-Finale als Highlight. Dann haben wir schon drei Spiele und dann ist die letzte Folge am 2. oder 3. draußen. Und am 9. kommt schon NBA 2K. Ich sag euch ehrlich, irgendwie da jetzt innerhalb von 3, 4 Tagen nochmal eine Saison ganz schnell durchzusimulieren, irgendwie zu gucken, was man noch spielt und Co., das feiere ich dann doch nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte ein bisschen mehr Zeit dazwischen, aber es sind dann wirklich nicht mal mehr eine Woche dazwischen, zwischen NBA und eben hier dem Ende. Und dann innerhalb von 3, 4 Tagen eine ganze Saison durchzusimulieren, ihr wisst, das ist nicht mein Stil, das mag ich auch nicht. Hätten wir so 1,5, 2 Wochen Zeit, hätte man so eine Speed-Saison machen können, dass man einfach sagt, was weiß ich, 3, 4 Spiele simulieren und ein Spiel spielen, das wäre noch cool gewesen. Aber jetzt hier innerhalb von 4 Tagen einfach eine Saison durchzumachen, das gefällt mir nicht. Deswegen ist es tatsächlich das offizielle Ende von FIFA 22 nach dem Spiel gegen Real Madrid. Das wird das letzte Spiel sein, die letzte Folge FIFA 22. Aber keine Angst, natürlich wird es FIFA 23 dann auch wieder hier geben. Das wird es hier und auch auf Twitch geben. Auf Twitch werde ich dann auch mehr FIFA machen. Und ja, bald kommt dann aber auch NBA 2K. Das übernimmt dann auch den Slot um 18 Uhr. Nur das auch mal als Info. Und ja, NBA 2K22 werden wir übrigens die My Career nur das auch als Info auf Twitch machen und dann lade ich das auf Veloce Live hoch. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock, nur so viel die Info, weil ich selber habe auch drüber nachgedacht und was soll ich da jetzt in 3, 4 Tagen noch eine Saison durchsimulieren. Ihr wisst, ich feiere nicht so Simulate to Glory, oder jetzt noch 5 Jahre vor und bla und ja, das feiere ich alles nicht so. Dementsprechend sind es die letzten Folgen, genießen wir das nochmal, die letzten Momente FIFA 23, ne, die nächsten Tage hier. Und ich würde sagen, ich habe jetzt mehr als genug gelabert. Wir finden heute heraus, ob wir die 102 Punkte von Juve einstellen können, diesen Rekord, diesen richtig krassen Rekord. Und wir gehen dementsprechend rein im Duell gegen Atalanta Bergamo. Hier haben wir die Aufstellung von Atalanta Bergamo mit Musso im Tor. Dann spielen sie hier mit einer Dreierkette Kimpembe, Koch und Toloi. Dann das Mittelfeld bestehend aus Thuram, Valverde, N'Golo Kanté und Berardi, Colin und Vignato hinter der Spitze, die da eben verfolgt ist. Sehr, sehr starkes Team, was hier Atalanta stellt. Und dann, ja, Colin hat eine 91er Rating. Also das ist ein richtig, richtig geiles Team. Wobei ich auch hier sagen muss, ein bisschen sehr random zusammengestellt mit Kanté und Co. Ne? Irgendwie wirkt doch Atalanta so super, super random. Das ist ja bei vielen Teams späterem Verlauf so einer FIFA-Karriere oft der Fall. Wir gucken mal aufs Team vom AC Mailand. Hier haben wir nämlich Meret im Tor. Dann sehen wir in der Viererkarte Hernandez, Bastoni, Militao, Dodo. Im zentraldefensiven Mittelfeld Sangare und Tonali. Im ZOM haben wir da entsprechend Leao und Kaiki. Und ganz vorne dann Antist und Jonas Stief. Jetzt hier Kaiki. Kaiki mit dem hohen Ball auf Antist. Der nimmt den gut an. Dann der Schuss und der Treffer von Antist hier. In der 7. Minute die erste Chance in dieser Partie ist auch gleich mal drin. Schöner, schöner Treffer hier von Antist. Wir werden uns das gleich nochmal angucken. Der hohe Ball, er nimmt den gut an. Hier sehen wir es nochmal. Die Flanke, er nimmt den mit der Brust an, zieht ihn direkt ab, macht ihn dann eben ins kurze Eck. Wir gucken das natürlich mit dieser Kameradrehung an. Ich hoffe, bei FIFA 23 ist das Teil mal raus. Gegen Musso, der hat den Ball noch gegen den Innenpfosten gelenkt. Von dort aus dann rein ins Tor. Also der Joker, Yannis Antist hier mit seinem 11. Saisontor in der 25. Partie. Sehr, sehr starke Saison, die er hier spielt. Und ja, Antist. Und Antist hat super viel Platz. Was macht denn Atalanta da bitte? Was macht denn da bitte Atalanta? Und jetzt ist hier Treffer 49 von Jonas Stief da. Treffer 49 von Jonas Stief. Ein Treffer noch. Ein Treffer bis Lionel Messi. Wer hätte das jemals gedacht, dass überhaupt mal ein Spieler in diese Nähe rankam? Ja, Lewandowski unter mit seinen 41 Ligatoren war schon überkrank. Da kam er sowas wie an die Nähe von Ronaldos Zahl. Aber an Messi mit diesen 50 Ligatoren war da immer noch ein Riesenstück. Und da war er auch nie an der Nähe. Und dieser Jonas Stief ist jetzt hier super, super nah dran. Ein Türchen noch. Und er hat den Messi-Rekord eingestellt.
Leao, und der Pass ist gut. Jonas Stief mit dem Lupfer, der ist nicht drin. Jonas Stief nochmal dran. Nein, Musso verhindert's. Man teast hier jetzt auf Jonas Stief. Der spielt den tatsächlich rüber und dann steht es 3-0 Milan. Also auch hier Jonas Stief überhaupt nicht eigensinnig, dass man sagt, yo, er muss irgendwie alles versuchen. Ganz im Gegenteil, der gibt den Ball auch ab und Leao mit dem 3-0. Raphael Leao hier mit dem 3-0, hier sehen wir es nochmal. Super gespielt von Stief. Atalanta steht aber hinten auch echt schwach. 3-0 Milan, Spiel ist entschieden. Antis, super gespielt. Super gespielt. Und jetzt Jonas Stief macht ihn rein. Jetzt ist es historisch. Jetzt ist der historische Moment von Jonas Stief gekommen. 50 Saisontore. Er hat den Lionel Messi-Rekord eingestellt. Der pure Wahnsinn. Manche Milan-Fans können es kaum glauben, sitzen da so, denken sich auch nur wow. Wow, einfach nur wow. Und es ist wirklich beeindruckend. Jonas Stief, bam, macht ihn rein. 50. Tor, Leute, von Jonas Stief. Kalajdzic und Can kamen jetzt noch für Sangare und Antist. Und Jonas Stief fehlt nur noch ein kleines Türchen, um der beste Stürmer aller Zeiten zu sein, was eine Saison angeht, in den Top-Ligen. Jetzt hier gut gepasst. Oh, gut, da kann Meret nicht dreimal ran, ne? Hat den ersten noch parieren können. Atalanta sticht dann trotzdem noch zu in Form von Colin. Dann treffen sie hier immerhin einmal. Sehen wir das Ganze nochmal. Schuss und dann... Ja, komm mal, Alter, ihr mit euren 33 Drehungen jedes Mal, ne, bei jedem Kacktreffer. 4-1. Atalanta immerhin mit dem Ehrentreffer. Ja, aber Milan und Jonas Stief wollen gleich mehr. Jonas Stief, macht er die 51 voll? Nein, leider nicht. Leider noch nicht. Ja, Freistoßmöglichkeit. Jetzt Jonas Stief per Standardsituation wäre doch was Schönes, oder? Jonas Stief an die Latte. An die Latte, da war er fast. Treffer 51, da war er fast. Spiel ist rum. 4-1 gewinnt hier der AC Mailand gegen Atalanta, die hier wenig entgegenzusetzen hatten. Jonas Stief jetzt offiziell bei 50 Treffern. Und wir werden im nächsten Spiel dann gleich rausfinden, ob er die 51er-Marke knackt. Ne? Also Jonas Stief kann jetzt im nächsten Duell wirklich den Rekord komplett brechen, was einfach nur der Wahnsinn wäre. Das wäre einzigartig. Ne? Und was wir auch noch brechen können, Leute, es sind die 102 Punkte von Juventus Turin. Juventus Turin hatten einen absoluten Rekord aufgestellt mit 102 Punkten in der Serie A. Mit einem Sieg gegen Hellas Verona wäre auch dieser Rekord eingestellt. Zumindest eingestellt. Noch nicht gebrochen, aber eingestellt. Und wir finden natürlich jetzt heraus, ob das klappt oder nicht. Hier haben wir die Aufstellung vom AC Mailand. Wir sehen hier Audero im Tor. Dann eine Viererkette aus Califiori, Bastoni, Bremer, Emerson. Im ZDM dann Sangare und Depaul. Di Francesco und Kaiki im ZOM. Und ganz vorne haben wir dann Zaza Kalajdzic und Jonas Stief, der heute den 51-Tore-Rekord aufstellen kann. 50 Tore hat er ja erzielt. Auch ein bisschen Rotation hier beim AC Mailand vor dem Pokalfinale gegen Juventus Turin. Ist das natürlich auch mehr als logisch, dass man da etwas rotiert. Und hier sehen wir Hellas Verona, ne? Das Team aus Verona, wir gucken gleich mal auf die Aufstellung. Die haben in der Realität ja auch eine sehr komische Transferphase, ne? Indem sie eigentlich alles offensiv abgegeben haben, was sie da hatten. Aber gut, Silva im Tor, dann Dreierkette mit Casale, Cetin und Red Sos. Greenwood, Rajic, Malamed und Arnold. Hier im Mittelfeld als Hängespitze dann Cixi und Bayer. Und ganz vorne haben sie dann Salcedo. Der Pass jetzt hier auf Jonas Stief. Der ist schneller als seine Gegenspieler. Jonas Stief macht seinen 51. Treffer. Er hat sich damit, er ist es eh schon in dieser Saison, aber er hat sich damit zur absolutesten Legende im Sturm aller Zeiten entwickelt. 51 Ligatreffer von Jonas Stief. Offiziell jetzt auch besser als Lionel Messi in seiner absoluten Prime. Unglaublicher Wahnsinn. Unglaublicher Wahnsinn. Jonas Stief hier mit Treffer 51. Milan stand jetzt mit 102 Serie A Punkten. Was ist das für eine abschließende Saison, Leute? Was spielt dieser Jonas Stief bitte für eine Wahnsinnssaison? Und er hat ja noch nicht mal alle 38 Spiele durchgemacht, sondern nur 32 Spiele bisher. Dafür hat er dann gebraucht, um 51 Tore zu erzielen. Jonas Stief ist, was wir noch nie gesehen haben im Weltfußball bisher. Eine absolute Legende. Stief spielt ihn gut ab. Jetzt hier Di Francesco, Zaza Kalajdzic. Dieser Treffer freut mich umso mehr, dass Zaza Kalajdzic treffen darf. In einer Minute 13 hier. Ist das schön oder nicht, Leute? Ist das nicht schön, dass Zaza Kalajdzic
sich auch nochmal präsentieren kann, ganz am Ende. Habt ihr gerade den Fan gesehen, der durch die anderen Fans gegangen ist? Super animiert auf jeden Fall. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um Zaza Kalajdzic. Er trifft mal wieder für den AC Mailand. Vor kurzem erst wieder dazugekommen. Jetzt hier aus der Drehung. Eieiei, mein Controller. Jetzt hier aus der Drehung macht er den Treffer. Richtig, richtig schön. Zaza Kalajdzic darf sich auch nochmal zeigen. Das ist auch nochmal so ein schönes Happy Ending, kann man sagen. Die Serie endet ja bald. Es ist ein schönes, schönes Ende für Kalajdzic, dass er nochmal zurückkam und auch immerhin nochmal scoren darf. Die Francesco. Gutes Zusammenspiel von Milan, gut gespielt. Toyota kommt nicht raus. Keeper wollte da nicht rauskommen. Jonas Stief macht ihn nicht rein. Das war eigentlich eine hundertprozentige, der er normalerweise so locker reinmacht. Zaza Kalajdzic, jetzt Jonas Stief. Jonas Stief kann da einfach durchziehen. Da ist jetzt hier Jonas Stief. Der lupft den Ball rein und es ist das 3-0 Treffer Nummer 52. Man muss hier auch gucken, ob ich ihn überhaupt im letzten Spiel nochmal dann spielen lasse gegen Juve. Ja, wir haben das Pokalfinale, dann kommt zwar Juve nochmal in der Liga, aber das ist ja schon egal, das Spiel, weil dann das Champions-League-Finale ist. Das werde ich übrigens komplett zeigen, als letztes Highlight-Game. Da muss ich gucken, ob Jonas Stief vielleicht sogar heute so die Endmarke setzt, ne? Weil er hat den Messi-Rekord gebrochen und dann wollen wir da natürlich eher Verletzungen vorbeugen, als dass er da jetzt, ja, ob er jetzt 52 oder 53 Treffer hat. Der Rekord gehört ihm. Hauptsache er verletzt sich nicht mehr und Malamed geht einfach mal durch, bis Bremer sagt hier und nicht weiter. Kaiki auf Barone, der leitet den gleich weiter auf Di Francesco. Vielleicht nochmal so ein Highlight für ihn. Nein, er macht ihn nicht rein. Barone auf Kalajdzic, der hält den Ball gut und jetzt hier Davide Barone. Davide Barone macht den nicht rein. Di Francesco, De Paul, ja, Kaiki. Gut gespielt auf Emerson. Emerson jetzt der hohe Ball auf Zaza Kalajdzic. Und was hält hier bitte Rui Silva? Also man muss ganz ehrlich sagen, ohne den würde es hier locker schon 6-7-0 stehen. Kalajdzic schön weitergeleitet. Und jetzt Barone hier auf Di Francesco. Der ist aber ganz schön müde. Und jetzt ist hier aber Barone. Der ist frisch. Und Barone mit dem Lupfer. Und jetzt ist hier der nächste Treffer drin. Mehr als verdient das 4-0 für Milan. Also ich habe schon mal gesagt, vorhin ohne Rui Silva hätte Hellas Verona schon 6-7 Dinger kassiert. Also Milan ist hier auf einer Tour am Attackieren, Attackieren, Attackieren. Hellas kann da gar nichts gegen setzen. Bis auf der Keeper bisher so halbwegs. Deswegen sind sie mit diesem 4-0, so doof es klingt, wirklich sehr, sehr gut bedient. Denn das hätte heute auch viel, viel höher enden können. Spiel ist rum. 4-0, der Rekord von Lionel Messi offiziell gebrochen. Was Milan hier abgefeuert hat, ist der Wahnsinn. Also das ist eine richtige Warnung an Juventus Turin gewesen. 15-4 Schüsse, da waren so viele Dinger mit dabei, die hätten reingemusst eigentlich. Da kann man echt nur vom Glück reden aus Hellas Verona Sicht, dass die nicht alle reingingen. Und ja Leute, nächstes Spiel ist gegen Juve in der nächsten Folge dann im Copa-Finale. Das ist dann die vorletzte Folge, Leute. Die vorletzte Folge FIFA 22. Opala, da wollte ich noch gar nicht rein. Ich brauche auch immer so eine Pause zwischen zwei Spielen, um den Hype auch fürs nächste Spiel für mich selber wieder zu generieren. Ne? Brauche ich da einfach auch selber immer die Pause, auch wenn es der bestlaufend, auch wenn ich weiß natürlich, dass diese Serie, die mit Abstand bestlaufendste ist auf dem Kanal, so ein bisschen Abstand, so ein Monat, wird nicht wehtun. Wir haben 102 Punkte geknackt, offiziell, was auch crazy ist. Ne? 102 Punkte geknackt, 132 Tore, stand jetzt 36 Gegentore nur, obwohl wir mal diese Katastrophenfolge hatten mit 10 Gegentoren. Die Saison ist der Wahnsinn, auch Wahnsinn ist euer Support über die ganze Serie. Dafür schon mal fetten Dank. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.